Meine lieben RPG-Freunde, herzlich willkommen zurück zu Don's Adventures 3, die Legende der Schachtelhalme. Ich renne hier irgendwie so gerne rum, um das so zu sagen. Da ist ein Tor. Warum ist da jetzt ein Tor? Naja, ist auch egal. Ist auch absolut uninteressant. Beim letzten Mal haben wir versucht, einen Grünschleim zu zähmen. Keinen blauen, keinen cyanfarbenen und auch keinen lilanen. Nein, es war ein grüner Schleim. Sind aber dabei kläglich gescheitert und sollten jetzt eigentlich dem netten alten Mann Bericht erstatten. Allerdings habe ich da noch eine andere Idee, die wir ausführen sollten. Mir ist nämlich eingefallen, wir haben hier noch irgendwo eine Quest, die wir abgeben können. Und zwar war das im EVE-Parteigebäude. Ich muss bloß gerade mich so ein bisschen orientutzeln, weil mein Orientierungssinn ungefähr so gut ist wie der eines toten Rennpferdes. Nein, das ist nicht das Parteigebäude. Da ist das Altenheim, da wollen wir nicht hin. Dann gehe ich erstmal kurz in die Bibliothek. Und gebe mal die Quest ab. Hallo, Typ. Und? Hat es funktioniert? Nein, ganz und gar nicht. Ich habe mich genau an die Anweisung gehalten, aber das hat den Schleim irgendwie nur noch aggressiver gemacht. Ja, das dachte ich mir fast. Es wäre auch zu schön gewesen. Aber wie so viele unglaubliche Geschichten von BR Grylls. Bear Grylls. Ja, ich verstehe schon. War auch diese hier nichts als ein Märchen. Die Genehmigung. Ach ja, fast vergessen. Ihre Belohnung. Also gut, dann haben Sie jetzt offiziell Zugang zur dritten Ebene. Ja, wir haben es geschafft. Und sollte Ihnen das auch noch nicht reichen, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Wie er halt, während er redet, noch rumlatscht. Dol, was hast du denn da für einen Mist gebaut? Übrigens, hallo, hyperaktives Kind. Bevor ich jetzt aber in Ebene 3 gehe, möchte ich gerne den EVE-Parteitag wiederfinden. Das wird sowieso ein lustiges Unterfangen, weil Orientierungslosigkeit for the win. Wo war der denn? Wo war der denn? Da unten oder auch nicht? Nee, da unten ist doch die Bank, ne? Wo zum Henker muss ich hier schon wieder hin? Oder? Das ist doch die Bank. Ja, das ist die Bank. Mit einem Typen, der wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten auf seinen Kredit wartet. Armer Kerl. Wo war der EVE-Parteitag? Ich muss noch Manfred die Leitung der Parteiangelegenheiten übergeben. Der lungert meistens im Park von Elsterhorn rum. Ja gut, ich möchte aber vorher zum EVE-Parteitag, bitte. Lüsse. Nee, hier ist das nicht. Wo ist das? Ich will meine Quests abgeben, bitte. Danke. Ich will questen, wie zuvor noch keiner auf der Welt gequestet hat. Weil Quests. Ich will irgendwo ankommen, wo es mir auch was nützt, bitte. Spiel! Ich habe nämlich schon wieder die komplette Karte von Elstown absolut komplett vergessen. Absolut und komplett. Muss man sich mal vorstellen, meine lieben Damen und Herren. Aber gut, wenn man mit mir spielt, dann spielt man meistens mit der Orientierungslosigkeit selbst. Da ist es dann kein Wunder. Bienenstich-Rollerladen. Ich glaube nicht, dass das Gebäude ist, wonach wir suchen. Da ist das Inn. Ah, Orientierung, wo bist du? Ich kann mich noch irgendwie dran erinnern, dass es in der Richtung war, aber weiter weiß ich auch nicht. Friseursalon, Haarscharfe, Haarspalterei.
Ist das noch die alte Rechtschreibung? Nein, das ist die neue Falschschreibung. I can see. Ja gut, wir könnten uns wieder einen ordentlichen Puffer an... Ah, da müssen wir hin. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht wieder eingefangen werden, nur wegen diesem einen... Ja, ist auch egal. Stören Sie mich nicht. Ich bin am Denken. Was denken Sie denn? Ich denke darüber nach, eine Norm für die Oberfläche von mobilen Telefonen einzuführen. Mobile Telefone sind doch noch gar nicht erfunden. Tja, wir sind unserer Zeit eben 1 bis 2,7 Schritte voraus. Ja, nee, ist klar. Was sind Sie denn für ein Affe? Belästigen Sie nicht unseren Parteivorsitzenden. Und da kommt der obligatorische Notarzt. Ich habe das Gefühl, er wollte eigentlich mich holen, weil ich das hier spiele. Jetzt ist er vorbeigerast. Dumm gelaufen. So, weiter im Text. Die Waskau. Hast du die Einladung überbracht? Ja. Danke nochmal. Mehr kriegen wir nicht? Hey, bekomme ich denn nichts? Von mir aus hast du eine Tüte Kolibri-Schenkel. Oh, ich dachte mehr. Schönen Tag noch. Wir haben Kolibri... Moment. Was können die? Machen die uns schnell? Oder werden die überhaupt hier... ...in Paket Spargel? So viel zu den Kolibri-Schenkeln. Es ist Spargel. Ich bin enttäuscht. Ich bin ernsthaft enttäuscht. Die vermeintlichen Kolibri-Schenkel sind Spargel. Alter, bei der Stadt hier, da blickt man echt nicht durch. So, dann möchte ich mal weiter nebenquestieren. Jetzt muss ich erstmal kurz in meinen Questlog gucken, weil es toll ist. Also, Nebenquests. Laufende Quests 3. Ionischer Wanderer, da brauchen wir das Buch. Ein Arzt für Earlstown, dafür müssen wir nach Gaia. Monster Mania Teil 2. Ja gut, da brauchen wir halt noch ein paar mehr Viecher. Und das war's dann auch. Das heißt, im Großen und Ganzen müssen wir noch ein bisschen tiefer in die Bibliothek... Oh Gott, ich kann langsam dieses Wort nicht mehr richtig aussprechen. Bibliothek eindringen. So, danke sehr. Ich muss ein bisschen langsamer sprechen, wenn ich dieses Wort ausspreche. Dann passt das auch wieder. So, jetzt kommen wir ja glücklicherweise in Ebene 3. Mal sehen, was wir machen müssen, um in Ebene 4 vorzudringen. Weil ich wette, wir müssen auch noch in Ebene 4, wenn das überhaupt noch machbar ist. So, Ebene 3. Mal sehen, was uns hier denn für ein Quatsch erwartet. Oh, hallo Typ. Wie schaffen Sie es nur immer vor mir hier zu sein? Ich bin halt gut in Schuss. Und weiß, welche Buchrücken die Geheimgänge betätigen. Aha. Ich lerne Chinesisch. Nee, ich nicht. Reiner und Sinn, Überlebensführer. Wo ist dann Reiner und Unsinn? Einkaufsliste 12.05. Ja, also... Dass sowas in der Bibliothek ist. Baking... I see what you did there. Mein Freund. Was für ein Schwachsinn. Ich werde keine weitere Seite lesen. Ja, vor allem, weil ich sowieso schon alle 8 Staffeln gesehen habe. Von Baking Bread. Don's Adventures Teil 2. Möchte ich mir nicht antun. Wenn ihr es selber lesen wollt, tut euch keinen Zwang an. Ihr wisst ja, Link dazu immer wie immer in der Videobeschreibung. Deutsche Haikus. Ach, du Heilige. Nicht nur Japaner können dichten. Aus nichts folgt alles. Unendlich. Axiom. Gott ist abzählbar. Ich mag Haikus überhaupt nicht. Alternativlos, Energie ohne Moral. Die Uhr tickt weiter. Wie gesagt, ich mag keine Haikus. Lauf der Geschichte, Fatalität des Zufalls, endloses Raten.
Vor allem, weil man meistens nicht so wirklich weiß, was hinter diesen Aussagen stecken soll. Textsatz mit Latex. Das Textsatzsystem. Ach du heilige, heilige. Ja. Fliegentöterpilzartige. Was? Hört sich irgendwie an, als wären das irgendwelche Monster. Na, vielleicht brauchen wir das noch irgendwann mal. Doppelquerlenkradaufhängungen. Oh Gott. Lange Wörter sind lang. Ich werde mir ganz bestimmt nicht den ganzen Abschnitt durchlesen. Ihr Führer durch Aquaris. Könnten wir später nochmal brauchen. Jetzt aber nicht. Die besten Liedtexte aller Zeiten. Teil 1. Gelbes U-Boot. We all live in the yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Meilensteine der RPG-Maker-Geschichte. Don's Adventures 3. Ja, ein Meilenstein, der vor kurzem erst, naja, vor einer Weile erst rausgekommen ist. Sehr schön. Dieses Buch stinkt. Dein Eigenlob stinkt zum Himmel. So sieht's aus. Moderne Haikus? Nein, danke. Wie gesagt, ich mag keine Haikus. Haikus. Die Made. Hoffentlich war sie nicht im Speck. So, wie kommen wir jetzt auf Rang 4? Ja, wenn sie mal... Sprechen Sie mit dem netten Herrn. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Ich hätte gerne die Abkürzungen, die der Herr da nutzt. Er ist immer vor uns da. Das ist eine Schweinerei, ist das. Bin ja mal gespannt, was uns diesmal erwartet in der Quest. Hallo, Typ. Lass mich raten. Sie wollen wissen, wie Sie auf Ebene 4 kommen. Nein, ich möchte wissen, wie man Kühe auf den Mond schießt. Genau. Stimmt. Normalerweise darf ich nur langjährigen Mitgliedern gestatten, Ebene 4 zu besuchen. Gibt es keinen Weg? Doch, vielleicht. Doch Sie müssen zunächst beweisen, dass Sie würdig sind. Nehmen wir mal an, Sie betreten den südlichen Weg in Richtung Marmeladenmuseum und sprechen mit Meister Moda und bestünden seine Prüfung. Unter diesen Umständen hielt ich es für möglich, dass es Ihnen gestattet wird, die... Ach du Heilige. Doch nur der weise Gelehrte wird die Prüfung bestehen. Na gut, dann wollen wir mal zu Meister Moda. Hoffentlich werden es keine Star Wars Fragen. Na dann, auf! Karte. So, wir wissen ja glücklicherweise, wo wir lang müssen. Könnten ja rein theoretisch noch trainieren, allerdings ist das allein mit Don etwas witzlos. Deswegen werde ich jetzt einfach mal sofort und direkt zu Meister Moda gehen. Hallöchen, du entstellter Zombie. Was dein Verlangen ist? Ich bin hier, weil ein Mann in der Bibliothek von Erztown mir sagte, ich sollte den weisen Meister Moda suchen. Ja, ich bin Fremder. Nein, das kann nicht sein. Er sprach von einem weisen, alten und ehrwürdigen Mann. Dann du musst nicht weiter suchen. Ich glaube dir. Folge mir. Okay, dann folge ich ihm. Was muss ich machen, Meister Moda? Lange du hast gebraucht. Wenn bereit du bist, wir fangen an. Ich bin bereit. Folge mir. Na dann, werde ich mal spaßenshalber vorher speichern. Ich bin dann nämlich etwas skeptisch. Also, was soll ich tun und warum ist hier ein Loch? Ein Loch mitten im Boden. Und was hat's hier noch so? Ich möchte mich vorher erstmal umgucken. Vielleicht hat's hier ja noch irgendwie was. Sieht aber schon fast nicht so aus. Gut, dann ist dem nicht so.
Übrigens, ich habe heute mal Cappuccino, natürlich laktosefrei. Und sonst wird es sehr unangenehm für mich. Lecker, lecker Schoko-Cappuccino. Also, dann bin ich ja mal gespannt. Siehst du diesen See? Nein, ich bin blind, doch. In diesem See liegt ein Boot. Eigentlich, wenn man schon dieses Konzept weiterführen möchte, dann sollte man eigentlich hinschreiben, in diesem See ein Boot liegt. Ich sehe kein Boot. Du spüren musst das Boot. Jetzt passt wieder. Ich spüre das Boot. Sehr gut, und nun das Boot aus dem See ziehen, du musst. Was? Wie soll ich denn da runterkommen? Die Macht du spüren musst. Die Macht ist ein mächtiger Verbündeter.